Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video 10 Dinge, die mir an aktuellen Smartphones total auf die Nerven gehen. Nummer 1. Kennt ihr das? Ihr seid gerade unterwegs und plötzlich merkt ihr, oh, mein Akku ist leer. Manchmal hat man natürlich auch vorgesorgt und hat sich extra einen externen Akku mitgenommen. Bei vielen aktuellen Smartphones ist es aber so, dass unten der Ladestecker und oben der Kopfhörereingang ist. Wie zum Teufel kommt der Designer einer Firma auf die Idee, den Ladestecker unten und den Audioausgang oben hinzumachen? Wie soll man denn, wenn man sein Handy gerade lädt und Musik hört, also zwei Stecker an beiden Seiten des Handys hat, das Handy noch in die Tasche stecken können? Nummer 2. Aktuell geht der Trend bei neuen Smartphones ja dahin, dass man die Geräte immer und immer dünner baut. Dadurch kommen solche Sachen zustande, wie zum Beispiel der iPhone 6 Bandgate oder auch, dass einfach die Akkulaufzeit nicht mal mehr einen einzigen Tag durchhält. Wer braucht bitte ein Smartphone, was er mit der Hand durchbrechen kann und wo der Akku gerade mal ein paar Stunden hält und man die ganze Zeit einen externen Akku mit sich rumschleppen muss, der ungefähr dreimal so dick ist wie das Smartphone, wodurch man dann im Endeffekt nichts gewonnen hat, ein Kabel, einen Akku und ein Handy mit sich rumschleppen muss. Nummer 3. Die aktuelle Politik der Smartphone-Hersteller sieht ja vor, dass man sich jedes Jahr von seinem Lieblingshersteller ein neues Smartphone kauft. Leute, ich kann das ja verstehen, dass man sich neue Geräte kaufen sollte und dass die alten vielleicht etwas langsamer werden und so weiter. Das heißt, wenn man jetzt ein iPhone 4 mit iOS 9 bestückt, wird das Ganze etwas langsamer, damit man langsam sich vorbereitet und sich vielleicht ein neues iPhone kauft. Aber wer zum Teufel sollte bitte jedes Jahr sich ein neues Smartphone kaufen? Den Sinn dahinter sieht doch kein Mensch. Punkt 4. Gerade wenn wir die fehlende Innovation noch mit einberechnen. Denn schaut man sich zum Beispiel den Vergleich zwischen dem iPhone 5 und dem iPhone 5S oder dem iPhone 6 und dem iPhone 6S an, sieht man ganz schnell, der Unterschied dazwischen ist quasi nicht bemerkbar. Außer dass beim iPhone 5S und beim iPhone 6 das Design ein wenig unterschiedlich ist, hat sich auch hier nicht wirklich viel verändert. Aber noch schlimmer ist der Vergleich, wie gesagt, zwischen dem iPhone 6 und dem iPhone 6S. Alle diese Sachen kann man mit Hilfe eines Jailbreaks auch noch nachliefern und somit ist der Kauf eines iPhone 6S komplett unnötig. Punkt 5. Aktuelle Smartphones sind immer weniger anpassbar. Ich kann ja verstehen, dass die Hersteller langsam merken, dass die meisten Smartphone-Nutzer einfach komplett dumm sind und keine Ahnung haben, wie ein Smartphone überhaupt funktioniert und im Grundsatz aufgebaut ist. Aber ich kann es nicht verstehen, warum Apple beispielsweise immer und immer wieder den Jailbreak boykottiert und im Nachhinein dann die Jailbreak-Tweaks in sein eigenes Betriebssystem nachträglich einbaut. Das Ganze sieht für mich nämlich eher einen Vorteil in Richtung Apple, da sie eben gerade die Ideen, die ihnen ja anscheinend selber fehlen, durch Jailbreak-Entwickler wieder hinzubekommen. Aber wenn sie den Jailbreak immer und immer schwieriger machen, werden auch immer und immer weniger Leute einen Jailbreak machen, somit auch Tweaks entwickeln und damit wird das Betriebssystem irgendwann mega langweilig. Also lasst doch einen Jailbreak zu und lasst doch die verdammten Sicherheitslücken drin, zumindest so weit, dass ihr euch vielleicht mal mit irgendeinem der bekanntesten Jailbreak-Entwickler zusammensetzt an einen Tisch und euch überlegt, wie man einen Jailbreak installieren kann. Von mir aus auch mit Garantieverlust, ist ja kein Problem. Aber verdammt nochmal, lasst uns doch diesen einen Jailbreak, damit wir noch ein bisschen mit unseren Geräten herumspielen können. Punkt 6. Die Preise. Ich kann ja verstehen, dass es eine Premium-Marke geben sollte. Ja, also Apple hat ein komplettes Marktrecht, weil es einfach eine Marktlücke ausfüllt. So, aber wieso sollte man als Hersteller, in diesem Fall Samsung als Beispiel, nachträglich noch versuchen, in Richtung Business zu gehen? Ja, Samsung hat jahrelang immer versucht, mit Apple zu konkurrieren, wurde immer wieder verglichen mit Apple und man hat immer gesagt, hey, Samsung ist eigentlich viel besser, weil sie viel günstiger sind als Apple. Also für diejenigen, die sich gerade nicht ein iPhone 6S oder iPhone 6 kaufen können, die können ja einfach auf ein Samsung Galaxy S5 oder ein S6 umsteigen und somit haben sie quasi dasselbe, nur für einen günstigeren Preis. Mittlerweile unterscheiden sich die beiden preislich aber gänzlich fast überhaupt nicht mehr. Also kann man sich auch genauso gut ein iPhone 6 holen. Oder man muss zu einem komplett unbekannten Hersteller zurückgreifen, was für mich einfach komplett unverständlich ist. 7. Die Kompatibilität untereinander. Gut, ich kann ja verstehen,
Wieso macht ihr die Geräte untereinander nicht mehr kompatibel? Ich weiß, ihr wollt eure eigene Welt schaffen und dass man nur noch Geräte von der einen Marke komplett kauft. Aber ihr solltet doch anhand von Apple lernen, dass sich das über die Jahre überhaupt nicht durchsetzt. Kein Mensch kauft sich ein MacBook, ein iPhone, ein iMac, ein iPad und alles zusammen als Casual-User, um zu Hause ein bisschen im Internet zu surfen. Lass doch den Leuten ein wenig Freiraum, damit sie über Bluetooth ihre Musik austauschen können oder sonst irgendwas. Ihr müsst doch nicht aus jedem klitzekleinen Detail auch noch Geld rausziehen. Lasst den Leuten doch einfach mal ihren Spaß und die Leute damit ein bisschen rumspielen. Ihr verärgert damit eure Kunden und diejenigen, die immer noch auf Alternativen setzen und günstige Geräte bauen, werden dadurch immer bekannter. Das wollt ihr doch auch nicht. Punkt 8. Es ist wunderschön, dass die Kameras in aktuellen Smartphones fast schon an DSLR-Niveau herankommen. Aber wer zum Teufel will ein Handy haben, was so dick ist, wo eine so dicke Kameralinse hinten dran ist? Ich meine, es mag ja die Leute geben, die damit Profi-Fotos machen wollen und sich keine DSLR dafür extra kaufen wollen, aber dann macht das Ganze doch als ein Extra-Zubehör, was man sich hinten dran schrauben kann oder sonst irgendwas. Aber ich muss mir, um mein iPhone 6 richtig schützen zu können, noch eine extra Schutzhülle dazu kaufen, die so dick ist, dass sie mit der Kameralinse einhergeht und ich somit mir nicht die ganzen Kratzer auf das Saphirglas holen kann. Punkt 9. Habt ihr euch mal den Motomaker angesehen? Dann ist euch vielleicht aufgefallen, dass das wirklich eine tolle Idee ist, sein eigenes Smartphone ein kleines bisschen anzupassen. Ich weiß, das ist bei der Herstellung ein kleines bisschen kompliziert, jedes Smartphone an den Nutzer anzupassen. Aber es ist doch toll, wenn man sein Smartphone in seiner gewünschten Farbe mit vielleicht einem bestimmten Akzent, einem Branding oder sonst irgendwas kaufen kann, ohne direkt 1000 Euro an irgendeine Billigfirma zu stecken, zu der man das Smartphone dann nochmal hinschicken muss nachträglich, die einem das Ganze dann wieder zurückschickt. Bei aktuellen Programmiersprachen wie HTML5 und so weiter. Warum baut ihr euch nicht einen Shop, in dem man selber ein klein wenig was einstellen kann, anstatt dass man sich tagelang vor dem Apple Store drängt, um das aktuelle Smartphone in der Muss-Konfiguration zu kaufen, weil vielleicht auch noch die goldene und die Space Gray-Variante ausverkauft sind? Die Leute sollen doch nicht einfach eine Einheitsperson bilden. Gerade in der Zeit, wo Smartphones immer wichtiger werden, wäre es doch toll, wenn man wenigstens ein kleines bisschen was an seinem Smartphone noch mit seiner eigenen Kreativität verändern kann, ohne gerade der größte Bastler zu sein. Und Punkt 10. Kennt ihr das Sony Xperia Z5? Dann habt ihr bestimmt gelesen, dass dieses Gerät in manchen Apps 4K unterstützt. Wer zum Teufel braucht auf einem so kleinen Display eine 4K-Auflösung? Ich meine, die meisten Leute haben einen Fernseher mit 720p zu Hause, der ungefähr 10-mal so groß ist wie dieses Smartphone. Warum brauche ich ein Smartphone, was eine 4K-Auflösung hat? Ganz ehrlich, ich kann doch einfach mit 1080p klarkommen und damit noch ein wenig Akku sparen, um wenigstens noch ein paar Stunden länger am Smartphone sitzen zu können. Also bitte, denkt doch mal ein kleines bisschen beim Design von aktuellen Smartphones nach und überlegt euch, was will der Nutzer wirklich. Von mir aus macht Umfragen oder macht es wie Google mit seiner Umfragen-App, indem ihr da ein paar Umfragen einbaut und die Leute können da sich mit 2 Euro oder so Google Play oder Apple Guthaben zusammensparen, indem sie ein kleines bisschen darüber abstimmen, wie das neue iPhone oder das neue Android 7.0 aussehen soll. So, und das war's mit in meinem Video zu 10 Dingen, die mir an aktuellen Smartphones überhaupt nicht gefallen. Ich hoffe, euch hat dieses etwas andere Video mal gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich sehr über eine Bewertung freuen. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr mir in den Kommentaren mal dalassen, was ihr von der Situation haltet und ob ihr mir da in gewissen Punkten zustimmt oder ob ihr auch sagt, dass ihr da ganz anderer Sicht seid. Vielleicht fallen euch auch noch ein paar Dinge ein, die ich in diesem Video nicht genannt habe. Dann könnt ihr sie natürlich auch dazu hinzufügen. Und dann bedanke ich mich bei euch für alles und würde mal sagen, wir sehen uns dann nächste Woche Mittwoch wieder um 16:30 Uhr. Bis dann, haut rein und ciao.